Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Murdered Soul Suspect. Wir müssen noch rauskriegen, was mit der Leiche des Mädchens passiert ist. Und jetzt mal gucken, was wir hinbekommen. Beeinflussen. Ein mysteriöser Mord. Mal gucken. Weckt das bei dir Erinnerungen? Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Wie soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. Das Geheimnis der alten Frau. Schreiend, als habe der alte Mann etwas mit dem Mord des Mädchens zu tun, aber warum den ganzen Weg bis zum Smithwick Steinbruch fahren? Okay. Verlassen wir es mal so. Wir haben 4 Hinweise. Wir brauchen noch einen. Du hast den garantiert den letzten. Könnte was damit zu tun haben? Ich glaube, ich versuch's mal hiermit. Nein! Mal beeinflussen. Versuch's mal hiermit. Jawohl. Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Ein neuer Hinweis, das Geheimnis des alten Mannes. Anscheinend hat die Frau ein ziemliches Temperament. Wenn sie das Mädchen ermordet hat, wo ist die Leiche? So, wir haben jetzt alle 5 Hinweise zusammen. Beeinflussen kann ich ihn nicht nochmal. Dich zum Beispiel? Ihn auch nicht. Wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Uninteressant. So, ich muss jetzt einen Hinweis finden. Wo hat sie die Leichen hingebracht? Was ist damit passiert? Verbuddelt irgendwo? Ne, ist das unwichtig? Das könnte es vielleicht sein, oder? Nein. Was wissen Sie über den Mord an dem Mädchen im Waschraum? Gartenwerkzeug? Ja, die müssen die ja irgendwie verbuddelt haben, oder? Wenn die was damit zu tun haben. Kann ich hier noch irgendwas machen? Wisst ihr noch was? Nee, ne? Weißt du irgendwas? Nein. Ich meine dich jetzt eigentlich. Nee, ich komme noch nicht ganz drauf, was jetzt hier die Antwort ist. Ist hier noch ein Hinweis darauf? Nee, noch nicht. Da auch nicht. Ah, ich muss die Antwort finden. Aber was ist die Antwort? Nochmal das?
Er braucht jetzt die Reihenfolge oder was? In der Reihe, wie ich sie hatte? Nee. Warte mal. Er braucht die Reihe der... Okay, ich verstehe das schon. Was kann jetzt Nummer 2 sein? Die Notiz, glaube ich. Was? Ach komm, das ist ein Witz. Das ist richtig. Dann versuchen wir es hiermit. Ist auch richtig. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens... Letzte Ruhestätte. Ups. ...nicht mehr ertragen, also hat sie sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Alles klar. So, ich will wissen, wie ich jetzt hinkomme. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo die war. Wenn ich ehrlich bin. War das hier irgendwo? Nee, warte mal. Wo war das jetzt? Hier durch? Dann glaube ich hier durch. Dann bist du hier, ne? Jawohl. Hör zu, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh. Warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wach gehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Und weg ist sie. Die fehlende Leiche, du hast eine Trophäe, alles klar. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der Hauptstory. Ne, hier geht's nicht weiter. Also ab nach oben. Hier kann ich nicht gut durch, oder? Doch. Hey, hey, wie ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, hey, komm zurück! Die sind nicht für dich. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, Kirche? Bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Nee, warte mal. Da ist eine Kirche. Oh, er hat mal gespeichert, na, Halleluja. Kann ich irgendwas machen mit diesen Dingern? Nee, ne? Enthüllen? Nee. Gucken wir uns mal hier weiter um. Ah, das Spiel hat schon Atmosphäre, ist schon geil. Besser als ich dachte. Oh oh.
Was ist das? Alter, was ist das? Oh Gott, was ist das? Ach du Scheiße. Wohin? Wohin? Warte mal. Spiel, hilf mir! Wenn Dämonen dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Dämonen entkommen, die Rückstände von Geisterseelen verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Oh Gott sei Dank. Von Versteck zu Versteck, du kannst dich zwischen den Objekten zu Versteck hin und her bewegen, um Dämonen auszuweichen. Drück, um fortzufahren. Ja, fast travel, würde ich mal sagen. Da war doch was. Da bin ich. Dämonen kommen. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden, geben sie sich auf und verschwinden. Ja, hau ab. Sich Dämonen nähern, halte E1 gedrückt, um Dämonen durch Wände zu sehen. Nähere dich einem Dämon, stehst vorsichtig. Ah, geil. Alles klar. Was ist denn so zu erzählen? Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach nicht. So, ich muss aufpassen. Der scheiß Dämon sind wo. Also, komm jetzt mal hier ganz locker ruhig. Nee. Oder? Oh, das ist eine Seele. Warte. Ah, nee, warte, kann ich jetzt nicht durch. Warte, wie komme ich jetzt wieder zurück, Alter? Wie komme ich jetzt dahin? Verstecken erstmal. Ah, ich muss nach oben. Kann ich irgendwie ausschalten oder so, statt immer nur da durchzulaufen? Warte mal, ich versuche mal was. Kann sein, dass jetzt voll falsch läuft. Ah, einen Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R2. R2? Alles klar. Verstehe. Der Exorzist. Das ist eine Trophäe. Geile Mart. Okay, das Spiel nimmt Fahrt auf. Das finde ich sehr geil. Gespeichert. Was war das denn? Aber hier ist doch gerade gar nichts. Da doch, da ist eine. Oh, das ist nicht gut. Kann ich jetzt mal hier durch? Achso, das bringt mir ja gar nichts. Ah, ist halt dumm. Vom Versteck. Ja, komm mal hinter mir. Ah, du willst jetzt gerade nicht. Ich bin eine Ratte. Was haben wir denn hier? Die sind in der Nähe auf jeden Fall. Ein bisschen Fast Travel. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du, wir haben? Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Wäre es ja Arbeit. Nach Boston fahren? Ich meine. Nein. Schätze, zurück. Das ist eine Idee. Was? Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Ja, einfach wäre das auch nicht. Parken, das Fahren und das Benzin und alles. Ja. Klingt stressig, Alter. So
teuer wie das Benzin gerade ist. Aber Leute, ich mache hier mal ein kleines Folgenbreak. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.